Also ich bin zwar keine Expertin in Politik, aber ich habe das Gefühl, dass der größte Fehler, der diese Regierung gemacht hat, ist, dass sie den deutschen Bürgern gar nicht mehr zugehört haben und dass alle Meinungen und Gefühle als Rassismus oder Rechtsradikalismus eingestuft werden und so, ne? Also ich empfinde das als unfair. Man muss ja zugeben, am Anfang haben viele Deutschen ihre Türen für Ausländer geöffnet, ne? Und ihr Herzen, ich auch, als ich hier nach Deutschland gekommen bin, ich habe viele Schwierigkeiten gehabt und ich wurde von vielen Menschen geholfen, die wirklich gute Herzen haben. Aber irgendwann diese Menschen fühlten sich in ihrem Land gar nicht mehr sicher, weil die Einwanderung hat auch dazu geführt, dass es vielleicht mehr Kriminalität gegeben hat und so. Aber die Regierung hat diese Kommunikationsversuch, ne, gar nicht mehr angenommen und sofort diese Menschen als rassistisch eingestuft und so. Und ich finde, das war der größte Fehler, weil diese Kommunikation hätte auch leicht stattfinden können, ne, dass man mit dem Bürgern kommunizieren und sag, okay, ich verstehe deine Sorge, ich verstehe, was du sagst, ich weiß, was hier abgeht und wir werden Maßnahmen dagegen ergreifen. Das wäre so einfach gewesen. Aber die Regierung hat sowas nicht gemacht. Stattdessen wurden Menschen als rassistisch und als rechtsradikal eingestuft, ne? Und das ist genau, wo AfD Punkte gewonnen hat. Weil AfD hat sein Mikrofon genommen und genau gesagt, was die Menschen erwarten. Und genau die Meinungen, ne, von diesen Bürgern, die gar nicht mehr zugehört werden, laut ausgedrückt, ne? Und dadurch waren Menschen mehr in AfD angezogen und dadurch haben sie sich mehr mit AfD identifiziert. So einfach ist das, ne?